Es ist, wie Sie sagten. Wir hatten keine Ahnung, wie Helios wirklich ist. Was würde uns ein Plan da schon bringen? Wir nehmen die Probleme so, wie sie kommen. Das gefällt mir. Gut. Sie werden nämlich vermutlich einen Platz in der ersten Reihe haben, wenn ich sie angehe. Das wird auf jeden Fall interessant. Sie waren auf der Nexus, als es zu der Revolte kam? Ja. Wenn den Leuten goldene Welten versprochen werden und sie dann nur einöden und eine tödliche Wolke kriegen, kommt es nun mal zum Aufstand. Einige wollten wieder nach Hause, andere verlangten Antworten. Und ein paar wollten einfach nur randalieren. Und Sie? Es gab Tage, an denen ich mich schon gefragt habe, ob die Exilanten nicht recht hatten. Ob unsere ganze Reise hierher nicht einfach nur Verarsche war. Aber wieso sollte die Initiative derartige Mühen auf sich nehmen, nur um uns reinzulegen? Wissen Sie, was der Trick dabei ist, andere zu betrügen? Man weiß immer etwas, das sie nicht wissen. Nur deshalb funktioniert der Betrug. Wenn ich mich also für eine Seite entscheiden muss, wähle ich die Lügner. Ist ein Standpunkt? Sie hatten von Ihren inoffiziellen Quellen gesprochen. Was meinten Sie damit? Wir haben jede Menge Dinge von zu Hause mitgebracht. Einiges davon war mit Initiative gekennzeichnet, anderes war in Privatbesitz. Das heißt, es gibt hier draußen so gut wie alles, was man sich vorstellen kann. Man muss einfach nur rausfinden, wer etwas hat und was er dafür will. Es kann unmöglich so einfach sein. Ist es aber. Die meisten Dinge sind einfach, wenn man sie erstmal durchschaut hat. Wie haben Sie von der Andromeda-Initiative erfahren? Die Kurzversion? Durch Cash. Sie war auf der Suche nach einigen experimentellen Schiffsmods und ich wusste, wo sie zu finden waren. Ich dachte eigentlich, es wäre ein einmaliger Deal, aber sie kam wieder. Einmal, zweimal. Irgendwann ist mir dann klar geworden, dass da etwas vor sich geht. Etwas Großes mit jeder Menge Creds dahinter. Also habe ich Cash gefragt und sie hat mir von der Initiative erzählt. Eine neue Galaxie, ein neues Zuhause. Diese Gelegenheit konnte ich mir nicht entgehen lassen. Will ich das wissen? Nein, lass mal. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ich höre. Nein, bin ich nicht. Sagen Sie, wie mache ich mich in meinem Job? Ich diene der Initiative. Sie sind der Pathfinder. So einfach ist das. Ist doch schön, wenn man eine einfache Sicht der Dinge hat. Reden wir später weiter. Alles klar. Gil, du bist der Techniker. Wir haben uns ja schon ewig nicht mehr unterhalten. Was gibt's? Ja, genau 10 Minuten lang oder so. Unsere Crew, die Tempest. Hm. Ich finde, wir haben hier eine gute Truppe zusammen. Meinen Sie nicht auch? Und ob. Vetra und Suvi sind meine Mädchen. Sie kommen gut miteinander aus und respektieren sich gegenseitig. Phoebe steckt so voller Energie. Ich mag sie, aber sie ist echt anstrengend. Und Drac ist genau mein Typ. Er ist dreist und lässt sich von niemandem blöd kommen. Und was die Leute von der Hyperion betrifft, unser Doc ist ziemlich neugierig, Liam für jeden Spaß zu haben und Cora, sie hält sich etwas zu sehr an die Regeln. Irgendjemand muss diesen Affenzirkus hier doch unter Kontrolle behalten. Affenzirkus? Ich bin doch kein Affe, Ryder. Ich rede von Patrick. Dann bin ich schon lieber ein Mungo. Sie sind coole Cobra-Killer. Oder warten Sie, doch lieber eine Krähe. Sie sind clever, respektlos und nervig. Ja, das passt. Wenn Sie es sagen.
Was ist mit Kello? Er ist ein Pilot. Und das heißt? Er fliegt das Schiff. Und mehr haben Sie über ihn nicht zu sagen? Oh, kann ein Pathfinder nicht damit umgehen, in einer Sackgasse zu stecken? Nein. Ich habe gehört, wir hätten es Ihnen zu verdanken, dass die Tempest so schnell einsatzbereit war. Vetra kommt immer zu mir, wenn sie ein Wunder braucht. Und mich hat es unter den Fingern gejuckt, diese spezielle Aufgabe zu übernehmen. Ich war sowas von bereit dafür. Erzählen Sie ihr das nicht, aber ich frisiere die Berichte, damit sie schneller vorliegen. Und reiße mir dann heimlich den Arsch auf, um es auch hinzukriegen. So wird die Legende von Gil immer größer. Außerdem strahle ich Ruhe und Sicherheit aus. Dadurch entspannt sich das Team und kann seine eigenen Arbeiten besser erledigen. Naja, dann frisier dich mal nicht. Verfrisier dich mal nicht. Ja. Vergiss es. Haben Sie hier eigentlich viele Freunde? Naja, ich bin ein witziger Typ, also kenne ich auch eine Menge Leute. Allerdings lasse ich nicht allzu viele an mich ran. Meine einzige echte Freundin ist auf der Nexus stationiert. Sie ist alles, was ich aus der Milchstraße mit hierher genommen habe. Wenn Sie und ich uns erstmal besser kennen, erzähle ich Ihnen bestimmt noch öfter von ihr. Wie schwer war es, all diese Monate auf der Nexus? Haben Sie je übergarte Weltraumkuhzunge gegessen? Was? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Schade. Dann hätten Sie nämlich einen ungefähren Vergleich. Man fragt sich ständig, ob man durch eine kritische Fehlfunktion sterben oder verhungern wird. Und malt sich aus, was wohl schlimmer wäre. Aber hey, wenn einem Angst und Langeweile mal zu viel werden, kann man sich immer noch damit trösten, Teil des größten Fehlschlags in der galaktischen Geschichte zu sein. Oder vielleicht auch bei einer Revolte mitmachen. Wie war Ihre Einstellung dazu? Ich habe keine Wetten platziert, falls Sie das meinen. Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass sie irgendjemandem gut getan hat. Egal auf welcher Seite man steht, wenn ein Bruder oder Teammitglied plötzlich zum Feind wird, stirbt dabei auch immer ein kleiner Teil von einem selbst. Wir sind so weit gereist, voller Hoffnung und Vorfreude, nur um dann im Kampf um ein paar Reste übereinander herzufallen. Das ist einfach traurig. Ich mag deine Einstellung. Es war schön, mit Ihnen zu reden, Gil. Jederzeit wieder. Das sind die ganzen Profile. Ein Logbuch. Codex. Inventory. Panzerrucker, Rausgüter, bla bla bla. Ressourcen.
auch nicht. Das wollte ich nicht. Und Verkauf Forschungshilfe. Ja. Ein Bericht von der Nexus. Die Bevölkerung wächst, da immer mehr Leute geweckt werden. Viele Siedler warten auf eine neue Heimat. Bradley wird mehr Hilfe bekommen, als er verkraften kann. Ja, sie müssten schon bald mit der Aussaat beginnen können. Ich bin mir nie sicher, ob ich sie genug gieße. Oder vielleicht zu viel? Ich bin auf einem kleinen Frachter aufgewachsen und kannte Gärten nur aus Videos. Aber ich habe sie schon immer geliebt. Ich habe davon geträumt, einen großen Rosengarten anzulegen, wenn wir erst hier sind. Manchmal stelle ich es mir immer noch vor. Rosen in Helios. Mir gefällt die Vorstellung, etwas Schönes von einer Galaxie in die nächste zu bringen. Jeder in der Initiative hat so etwas Schönes. Ich brauchte einen neuen Traum, nachdem ich die Asari-Elite-Einheit verlassen hatte. Oder, genauer gesagt, von meiner Mentorin Nisira fortgeschickt wurde. Wieso hat sie das getan? Sie sagte nur, die Initiative passt besser zu ihnen. Ich war gerne eine Jägerin, aber sie ließ sich nicht umstimmen. Wow. Sie haben Seite an Seite gekämpft und dann lässt sie einfach fallen? Es hat wehgetan, als hätte sie mich einfach aus dem Nest geworfen. Aber es war nichts Neues für mich. Wenn deine Biotik zu einer Waffe mit Jägerinnen-Niveau gemacht wird, reagieren viele komisch darauf. Die Initiative wirkte auf mich besser. Auch wenn mir unklar war, wie ich in ihre schöne neue Galaxie passte. Ich habe nie irgendwo reingepasst. Dann bin ich einem Spinner namens Ryder begegnet. Er sprach über die Reise nach Andromeda, als wollte er einem eine neue Sichtweise auf sie vermitteln. Was an dieser Vision hat sie dazu gebracht, den Schritt zu wagen? Eine Zivilisation, in der jeder einen Platz hat, sogar KIs. Oder eine übermäßig starke menschliche Biotikerin. Ihr Vater hat gesagt, anders sein ist okay. Stellen Sie sich jetzt vor, dass Sie willkommen sind und dafür sorgen, dass das bei anderen auch so ist. Ich konnte mit 13 schon Stahlträger verbiegen. Durch ihn habe ich mich gefragt, wie es gewesen wäre, wenn jemand zu mir gesagt hätte, das ist okay. Er gab Ihnen einen Traum, auf den Sie hinarbeiten konnten. Darin war er wirklich gut. Wer will nicht irgendwo dazugehören? Vor allem zu so etwas wie der Initiative. Also habe ich in der Initiative mein Bestes gegeben. Ich habe immer an die kleine Nische gedacht, die ich haben wollte. Einen eigenen Rosengarten.
Ich dachte, ich wüsste, was aus mir werden würde. Es geht also darum, dass Sie nicht Pathfinder geworden sind? Ich dachte nicht, dass es immer noch wehtut. Nysera, Ihr Vater, meine Eltern. Sie gehen und lassen mich ohne Antworten zurück. Ohne Platz im Leben. Das ist schlimm, aber es ist nun mal passiert. Sie müssen sich jetzt voll auf die Mission konzentrieren. Das tue ich immer. Aber ich bin auch ein Mensch. Ich brauche Zeit, um damit fertig zu werden. Und wenn diese Relikt-Technologie hält, was sie verspricht, bekomme ich vielleicht eines Tages auch meine Rosen. Wolltest du kurz Hallo sagen? Überprüfen Sie Ihren Helm, bevor Sie ihn aufsetzen. Sehen Sie diesen Kratzer hier? Er hatte in meinem geschlafen. Okay. Dann aber nochmal nach Eos. Zeit, dass wir was tun. System, Heimat von Eos und Prodromos. Ich werde das mit dem rausnehmen. Ja, schaut das doch gut aus, ne? Da geht das. Berührung des Mieders. So will ich, oder?
Sinkflug ein. Die Werte passen. Alles ruhig. Jo, die zwei nehmen wir mal mit. Schon wieder so viele Punkte hier. Ja. Hatte ich mir das hier schon angeguckt? Offensichtlich ja.
Achtung, in dieser Stätte könnten sich Relikte aufhalten. Ja, ja, Erosionen und was auch immer. Suchen wir lieber nach irgendwelcher Tech. Sieht aus, als wären die Cats schon vor uns hier gewesen. Da, die Cats haben mein Lager aufgeschlagen. Super Deckung. Zurück zu mir.
Reynolds gestorben. Die Sandstürme haben die Leiche längst begraben. Ich schlage einen Scan vor. Igitt! Ich hasse diese Dinger. Pathfinder, hier ist ziemlich tief ein Panzerungsteil begraben. Eine Beinschiene. Laut Scan befinden sich Gewebe und Knochenfragmente daran. DNA als Chief Reynolds identifiziert. Seine Leiche wurde vermutlich in Stücke gerissen. Dann wurde der Chief also Karkin-Futter. Der Kreislauf des Lebens kann grausam sein. Die übrige Panzerung liegt entweder verstreut herum oder wurde in ein Nest gebracht. Das Brustteil und sein Universalwerkzeug könnten seinen Tod erklären. Dann suchen und scannen wir weiter.